Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Nice Taction. Ich bin es mal wieder hier für euch, der Killy, und heute kommt wie versprochen das Review der von uns getesteten Open Run Pro von Shox. Ob es die Kopfhörertechnologie des 21. Jahrhunderts oder doch mehr Hype bzw. Marketing ist, all das und noch vieles mehr im heutigen Review. Viel Spaß! Knochenschalltechnologie in den verbauten Kopfhörern der Firma Shox hat ziemlich frischen Wind in die Kopfhörerindustrie gebracht. Denn nicht wie bei jedem anderen Kopfhörer steckt man diese in die, sondern um die Ohren, sprich die Ohrmuschel liegt zu 100% frei. Jetzt fragen sich die meisten unter euch sicherlich, wie man in diesem Zustand wirklich Musikgenuss verspüren kann. Und jetzt kommt die Knochenschalltechnologie ins Spiel. Sie verspricht volles Musikerlebnis trotz freier Ohrmuschel. Kurz zur Erklärung. Die Schallschwingungen werden über die Schädelknochen weitergeleitet, die den Gehörgang umgeben. Das Mittelohr und damit auch die Komponenten, die normalerweise dafür verantwortlich sind, dass wir hören, wie das Trommelfell, werden nicht beansprucht. Der Knochenschall wird sonst vom Luftschall, also dem normalen Hören, übertönt. Er ist dafür verantwortlich, dass wir unsere Stimme selbst anders hören als unsere Mitmenschen. Ihr kennt doch sicherlich den Moment, wenn es euch so vorkommt, als würdet ihr in einer Sprachmemo anders klingen als in echt, oder? Genau das ist der Knochenschalleffekt. Er lässt euch eure eigene Stimme anders wahrnehmen, weil die Schallschwingungen beim Sprechen ebenfalls von den Schädelknochen weitergeleitet werden. Diese Technologie gab es allerdings damals schon im Militär und ist heute in Hörgeräten verbaut. Aber wie ist jetzt wirklich der Sound, wenn man die Kopfhörer besitzt, die nicht direkt im Ohr sitzen? Kann man von Musikgenuss sprechen? Wie hören sich die Shox in Wirklichkeit an und wie schlagen sie sich vor allem im Alltag? Nun ja, was uns beim Auspacken direkt aufgefallen ist, war die mit im Verpackungsinhalt enthaltene relativ große Aufbewahrungsbox für unterwegs, damit die Kopfhörer sicher und unbeschädigt bleiben. Einrichten war auch ziemlich einfach, muss man sagen. Shox hat sogar eine extra App veröffentlicht. Es gibt ehrlich gesagt aber nicht wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten. Die einzigen Vorteile, die ihr mit der App habt, sind, dass ihr zwischen einem Standardmodus und einem Vocal-Modus wechseln könnt. Der Standardmodus ist für Musik geeignet und der Vocal-Modus eher für Sprache, im Podcast oder Anrufen. Der Standardmodus ist deutlich basslastiger und der Vocal-Modus deutlich klarer vom Sounderlebnis. Wir zum Beispiel finden den Standardmodus noch einmal ein wenig angenehmer, weil die Stimmen einfach voller und tiefer rüberkommen, was ja gerade bei Stimmen sehr passend ist. Der Vocal-Modus bringt Stimmen jedoch klarer und deutlicher rüber, muss dann jeder selber wissen, was ihm besser gefällt. Außerdem könnt ihr Multi-Pairing aktivieren, was es euch ermöglicht, die Open Run Pro mit mehreren Geräten gleichzeitig zu verbinden. Praktisch, wenn ihr sie wie ich zum Beispiel auch gerne am PC nutzt, um YouTube-Videos zu schauen und nebenbei mal durch Instagram-Stories zu swipen oder ihr mal angerufen werdet. Ein schöner Workflow, muss man ehrlich sagen. Das bringt im Vergleich zum Beispiel die AirPods Pro, die ich persönlich ja eigentlich nutze, von Haus aus so gar nicht mit. Definitiv ein Pluspunkt. Außerdem könnt ihr natürlich die Lautstärke verstellen und den aktuellen Akkustand ablesen. Wir persönlich hätten uns jedoch für 200 Euro einen ordentlichen Equalizer gewünscht. Schade. Das Klangerlebnis. Ja, wie soll man das auf den Punkt bringen? Gar nicht so einfach. Es hört sich an, als würdet ihr euch zwei kleine basslastige Boxen an die Ohren halten. Es klingt alles viel räumlicher. Gerade wenn man telefoniert, klingt es so, als würde die Person vor euch stehen und mit euch sprechen. Man merkt, dass die Musik nicht direkt in den Ohren ist. Trotzdem hört man alles sehr deutlich. Ein eigenartiges Gefühl irgendwie. Uns ist persönlich aufgefallen, dass sehr viel Bass verloren geht. Auch natürlich logisch, da der Bass ja sich durch die Knochen überträgt. Ein gewisser Teil gelangt natürlich auch über die Ohrmuschel ins Ohr. Der Knochenschalleffekt zeigt sich am meisten, sobald ihr einfach mal eure Ohren zuhaltet und wirklich nur den Schall durch die Knochen wahrnehmt. Das Krasse ist, dass dann plötzlich extrem viel mehr Bass zum Vorschein kommt. Für die, die sie haben, probiert es gerne mal aus. Bei alltäglicher Nutzung werdet ihr aber merken, dass ihr euch schnell an diesen Effekt gewöhnen werdet und vor allem auch genießt, viel aufmerksamer dadurch zu sein, obwohl ihr Musik hört. Der gewünschte Effekt wird definitiv erzielt. Es wirkt so, als würde die Musik im Hintergrund laufen und trotzdem ist sie klar und deutlich. Was mich ein wenig gestört hat, war, dass man immer, wenn man die Open Run Pro mit einem anderen Gerät verbinden wollte, wieder neu in den Pairing-Modus bringen musste. Was mich wiederum überrascht hatte, war die wirklich gute Akkulaufzeit. Egal ob 2 Stunden Training und volle Nutzung am Abend durchgehalten haben, sie bei voller Kapazität 3 Tage, ohne sie neu aufladen zu müssen. Sehr vorbildlich hingegen zu den AirPods Pro von Apple zum Beispiel. Je nachdem, wie laut ihr eure Musik hört, hört ihr auch andere um euch. Bei mittlerer Lautstärke könnt ihr euch normal unterhalten, alles weitere darüber wird dann immer unklarer. Die Musik ist trotz verbauter Lautsprecher, die ja um den Ohr herum sind, nicht lauter zu hören wie normale In-Ear, die man bei lauterer Benutzung im Ohr hat. Ein wirklich unerwartetes Highlight war, ehrlich gesagt, aber die Sprachqualität. Sehr, sehr klar und deutlich.
Das Annehmen von Anrufen funktioniert übrigens über den linken von euch gesehenen Knopf an euren Shox. Auflegen geschieht durch Doppelklick. Für mich als Sportler war natürlich die Belastbarkeit sehr interessant. Dadurch, dass die Kopfhörer sehr stabil an den Ohren sitzen und sie spritzwassergeschützt sind, haben sie ihren vollen Nutzen vor allem im Sport richtig zeigen können. Kein Verrutschen trotz Schweiß und das auch bei starkem Kopfschütteln. Optimal für alle Sportler unter uns. Was können wir jetzt nun zusammenfassend zu den Open Run Pro von Shox sagen und für wen sind sie auch wirklich geeignet? Für knappe 190 Euro bekommt ihr kabellose sportliche Knochenschallkopfhörer mit einer spitzen Akkulaufzeit und stabilen Sitz auf euren Ohren. Wir persönlich finden trotz einer neuen Technologie den Preis etwas zu hoch gegriffen. Wen das nicht stört und auch bereit ist, 200 Euro für Apple-Kopfhörer auszugeben, sportlichen Aktivitäten nacheifert und vor allem aufmerksam trotz Musik durch seinen Alltag gehen möchte, um Unfälle durch Unaufmerksamkeit zu vermeiden, der sollte definitiv den Open Run Pro eine Chance geben. Diese Kopfhörer sind wirklich am besten für den sportlichen Gebrauch, da das Sounderlebnis durch die Knochenschalltechnologie nicht an das von In-Ear-Kopfhörern rankommt. Wir finden die Kopfhörer perfekt für die durch fehlende Aufmerksamkeit in Gefahr geraten würden, aber auf musikalische Begleitung trotzdem nicht verzichten möchten. Das soll es jetzt aber auch schon wieder gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Was haltet ihr von der Technologie? Schreibt es uns in die Kommentare. Falls ihr die Open Run Pro haben und uns supporten möchtet, schaut in die Videobeschreibung, da haben wir sie euch verlinkt. Über ein Abo und ein Like freuen wir uns ebenfalls sehr. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Ciao.